Scherben in meiner Hand. Die Schale ist zerbrochen. Und diese Scherben ist das, was davon übrig geblieben ist. Bruchstücke. Der Ewigkeitssonntag am Ende des Kirchenjahres gibt uns die Möglichkeit, darüber nachzudenken, was in unserem Leben zerbrochen ist. Da sind vielleicht Beziehungen, die uns über viele Jahre getragen haben und die durch den Tod jetzt endgültig verloschen sind. Und je dichter und intensiver diese Beziehungen waren, umso schmerzvoller ist der Verlust. In diesem Jahr 2020 haben wir erlebt, dass viele Sicherheiten zerbrochen sind. Was vorher selbstverständlich war, wurde brüchig. Das selbstverständliche Treffen mit Familie und Freunden, die Gewissheit, dass ich mit meinem Körper niemandem schade, die Gewissheit, dass mein Arbeitsplatz sicher bleibt. Mit Sicherheit lässt sich gerade gar nichts sagen. Unter Vorbehalt heißt es immer. Was zerbrochen ist, liegt wie Scherben vor uns. Und wir wissen eigentlich gar nicht so recht, was damit anzufangen. Ich wünschte, jemand könnte das Zerbrochene heilen. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen, und das Meer ist nicht mehr. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und er wird jede Träne abwischen von ihren Augen. Jede Träne. Bei meiner Tochter, da konnte ich gut gerade die Tränen abwischen. Aber das war ja jetzt auch noch keine große Sache. Wie wird das später sein, wenn sie Liebeskummer hat, wenn ein Mensch stirbt, den sie liebt? Jede Träne abzuwischen. Ein hoher Anspruch. Aber ich bin ja nicht Gott. Gott wird jede Träne abwischen. Wie wird das sein? Aber wenn die Tränen getrocknet sind, dann bleibt ja auch etwas. Bei meiner Tochter bleibt womöglich eine kleine Narbe auf dem Knie. Narben, die gehören auch zu uns. Narben, das sind auch Erfahrungen, die uns zu dem machen, was wir sind. Wollen wir darauf verzichten? Auf jede kleine Narbe? Was einmal war, ist vorbei, vergessen und zählt nicht mehr. So heißt es in dem alten Schlager: Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben. Ein bisschen so klingt das hier auch. Alle Tränen werden abgewischt. Kein Schmerz, kein Geschrei und kein Tod wird mehr sein. Denn Gott macht alles neu. Aber heißt das wirklich vorbei, vergessen, zählt nicht mehr? Die Erinnerung an Schmerz, die Erinnerung an geliebte Menschen, die gegangen sind, die Erinnerung an den Abschied, das ist doch immer noch da. Das gehört doch zu mir, ja, wie vernarbtes Gewebe. Ich glaube, hoffe und vertraue, dass bei Gott alles aufgehoben ist und dass Gott alles neu macht. Aber Gott wird die Zeit nicht zurückdrehen. Er wird die Dinge nicht ungeschehen machen. Das heißt nicht einfach, alles wird gut,
sondern alles wird neu. Ich glaube an den neuen Himmel und die neue Erde. Ich vertraue auf Gottes Ewigkeit. Dort wird Gott abwischen alle meine Tränen. Dort wird er auffangen alle meine Tränen. Alles, was ich erlebt habe, das ist dort bei Gott gut aufgehoben. Und deshalb kann ich schon jetzt anders mit Verlust, mit Schmerz leben. Auf meinem alten Leben baut Gott ein neues. Es wird weitergehen. Anders, aber ich muss nicht verzweifeln. Scherben bringen Glück, so sagt man. Wahrscheinlich, um uns zu trösten, wenn wir über Zerbrochenes traurig sind. Was soll man mit solchen Scherben schon anfangen? Obwohl, manches kann man heil machen. So eine Schale zum Beispiel, die kann man kleben. Und dann ist sie wieder wie neu, oder? Nein, wie neu nicht. Die Bruchstücke, die Bruchstellen wird man immer sehen. Und man kann sie auch spüren, wenn man mit den Fingern darüber streicht. Ganz ungeschehen kann man den Bruch nicht machen, egal wie viel Mühe man sich mit dem Leim gibt. Aber warum sollte man ihn auch ungeschehen machen? Er ist doch geschehen. Brüche gehören zum Leben. Und auch zu so einer Schale gehören Brüche dazu. In Japan gibt es eine ganz besondere Art, Keramik zu reparieren. Kintsugi heißt diese besondere Art. Auf Deutsch in etwa Goldflicken. Die Scherben einer zerbrochenen Schale werden mit Lack geklebt und anschließend wird in den Lack Goldpulver gestreut. So werden die Bruchstellen beim Reparieren nicht so gut es geht versteckt, sondern im Gegenteil, sie leuchten in Gold und so werden die Bruchstellen der Schmuck der wieder heilen Schale. Goldflicken. Ist das nur etwas für Schalen und Schüsseln?
Oder ist das auch etwas für uns Menschen mit unseren Brüchen und mit unseren Abbrüchen im Leben? Ich finde, manche Menschen leuchten tatsächlich wie Gold, wenn sie ihre Brüche im Leben nicht verstecken müssen, sondern wenn sie sie als Teil ihres einen und ihres ganzen Lebens annehmen. Kann der Ewigkeitssonntag vielleicht auch so etwas sein wie Goldflicken? Die Kirchen und Friedhöfe, auf denen wir uns versammeln werden? Die Lieder, die wir dann gemeinsam singen oder zumindest hören können? Unsere Gebete? Die Namen der Verstorbenen, die vorgelesen werden? Und auch Bibelverse, die für uns laut werden, voller Trost und voller Hoffnung. Das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, spricht: Siehe, ich mache alles neu. Wir wünschen Ihnen, dass Sie diesen Ewigkeitssonntag als heilsam erleben. Gerade wenn Sie die Brüche in Ihrem Leben vielleicht zurzeit ganz besonders spüren, gerade dann wünschen wir Ihnen, dass Sie diesen Ewigkeitssonntag als heilsam erleben. Seien Sie Teil der Gemeinde, die sich am Sonntag versammelt, zusammenkommt, um diesen goldenen Tag zu begehen. Gott hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt, so heißt es im Prediger Salomo. Und die Ewigkeit im Herzen derer, die wir so schmerzlich vermissen, hat sie nun in die Ewigkeit Gottes zurückgerufen. Sterbend fallen wir nicht ins Leere, sondern ganz und gar in Gott hinein und zurück in die Mitte und das Herz allen Lebens. Wir Christen wissen, wir sterben nach Hause. Und stellvertretend für alle die, die wir so schmerzlich vermissen, entzünde ich diese Kerze, denn ihr Licht leuchtet weiterhin in uns und vor allen Dingen bei Gott. Und in diesem Gedanken können und dürfen wir uns getröstet sein lassen. Gott hat uns geschlagen, er wird uns auch verbinden. Gott hat uns zerbrochen, er wird uns auch heilen. Im Vertrauen auf seine heilende Kraft, die sich durchsetzt durch alles hindurch und durchsetzt auch durch uns und in uns, vertrauen wir an diesem Tag auf Gottes Zukunft für uns und für alle die, die wir lieben. Sie sind in Gottes Segen, jetzt und immer da.